Hallo, hallo. Also, du machst immer. Ist ja Vlog für den Channel gerade, ne? Ja, das ist für deinen Kanal, ja. Für den Hauptchannel? Für den Hauptkanal, ja. Wie unangenehm, ich mache doch keine Vlogs. Ja, ich mache nämlich gar keine Vlogs. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind gerade, ich wollte gerade sagen, am Set von Dungeons & Ranks. Ich muss dazu sagen, wir sind gerade im legendären Hotel Adlon Kempinski, ja. Und ich war leider erst um 6 bin ich eingeschlafen, weil ich einen beschissenen Biorhythmus habe. Und dann haben die um 8 nämlich angefangen zu bohren und zu hämmern. Das heißt, ich war so froh, dass ich von der Baustelle zu Hause, wo die Vermieter gerade alles umbauen, dann endlich mal im Hotel war, wo es ein bisschen ruhig war und dann die gleiche Scheiße. Deswegen bin ich heute so durch. Aber wir haben heute das Release-Event für Dungeons & Dragons, Ehre unter Dieben. Und ich habe eine kleine Synchro-Rolle. Ich durfte mal wieder sprechen. Und ich bin jetzt auch sehr ruhig, weil hier sehr viele Leute sind gerade. Ja, wir sind gerade kurz vor dem Interview, auch mit Rick Kavanian. Das heißt, hier gibt es ganz viele Räume, wo interviewt wird, pipapo. Und ich muss dann auch Fragen beantworten, auf die ich einfach nichts weiß, zu sagen weiß, weil ich den Film als einziger offenbar noch nicht gesehen habe. Aber heute Abend ist Premiere und wir haben nämlich heute Abend ein Community-Event. Das heißt, wir haben einen eigenen Kinosaal für unsere eigenen Zuschauer. Und das ist voll geil. Das heißt, wir haben einen komplett eigenen Saal mit komplett eigenen Leuten, komplett eigener Gästeliste. Und wir haben da Leute eingeladen, also quasi mit Gewinnspiel, so ein bisschen verlost und so. Und dann kommen quasi alle hin. Und wir gucken uns heute den Film irgendwie eine Woche vor Release an. Voll geil. Und Chris Pine ist da, Hugh Grant ist da. Natürlich sind die da. Ich meine, wo sollen die sonst sein, wenn ich hier in Berlin? Wird aber geil. Ich freue mich sehr drauf. Und jetzt muss ich aber die ganze Zeit noch Halstabletten fressen, weil ich noch nicht richtig auf dem Bein bin. Und keine Sorge, ich bin nicht ansteckend. Ne? Also ich sehe nur so aus. So, bis gleich. Dann fangen wir doch damit mal an. Du hast eine Sprechrolle bei Dungeons & Dragons. Das ist richtig. Genau. Wer bist du denn da? Ich bin Kanzler und der Name ist Norixius. Ich muss mir den wirklich merken, der ist exotisch. Ich bin Kanzler. Was würdest du denn sagen, ist der Reiz von dem Spiel? Ich glaube, der Reiz bei Dungeons & Dragons ist ähnlich wie bei normalen Spielen, also wie bei Computerspielen. Ein bisschen Eskapismus und vor allen Dingen auch mit Freunden quasi zusammen in andere Welten zu entfliehen, sich Sachen vorzustellen. Ist bei Ihnen Taschendiebstahl ein Problem mit so vielen Armen? Nein, aber ich werde oft angesprochen. Oha. Als altes Abenteurer. Oha. Vielleicht können Sie mir sagen, welche magischen Dinge da drin sind. Ah, ein magischer bayerischer Hut. Das ist ein +5-Hut auf Besäufnis. Besser. Ist besser. Ich bin übrigens, habe ich mich am Anfang gar nicht vorgestellt, ich bin vom Magazin Tote Pferde und Tote Jagdhunde. Oh, das ist aber ein schönes Magazin. Ja. Ist das auch ist das mit Bildern? Mit vielen Bildern. Wenn ich da abonniere, kriege ich auch ein Stück Fleisch? Ja. Das würde ich gerne machen. Vom Pferd oder von dem Hund? Was gerade so tot ist. Guten Tag, mein Name ist Erik Range. Ich bin hier gerade, ich fälsche Unterschriften von Schauspielern, die in Wahrheit gar nicht hier sind. Und dann verkaufen wir die teuer auf eBay. Ja, als Sammlerstücke. Das ist gerade das, was ich mache. Auf keinen Fall muss ich gerade neben Hollywood-Schauspielern unterschreiben. Ja, ich habe Angst, die Poster kaputt zu machen. Wenn ich mich jetzt verschreibe, ist halt doof. Und soll ich Erik Range schreiben? Soll ich Gronkh schreiben? Ich weiß, was ist denn besser? Ich mach Gronkh. Das ist doch besser. Und die haben alle so coole Unterschriften und dann komme ich mit meinem Gronkh. Ne, guck mal, die haben alle coole Unterschriften. Jetzt komme ich und dann mache ich aber sauber. Und ich habe meine Brille nicht auf. Und ich habe auch mal diesen Smiley dabei. Ist das okay? Perfekt. Ich brauch mal eine richtige Unterschrift für Erwachsene. Ich finde die cool. Ich mache einfach mit Schreibschrift. Guten Abend, meine Damen und Herren. Also ich laufe. Ach so, ist schon so. Ja, wir sind gerade unterwegs. Zufälligerweise haben wir gerade noch ein schönes, längeres Gespräch mit Chris Pine und Hugh Grant geführt, was man so macht in der Freizeit. Und wir sind jetzt auf dem Weg gerade mit der Flotte, ja, mit der Product Placement, mit der Audi Movie Fleet. Ja, sind wir gerade unterwegs zum roten Teppich. Und ich muss sagen, jetzt kickt ein bisschen die Nervosität, weil gleich ist ja, da sind ja Leute, da sind ja viele Menschen da. Bis jetzt war viel mit Interviews und so, wo man so im kleinen Kreise saß, alles überschaubar, aber gleich das erste Mal seit vielen Jahren wieder viele Menschen in einem Spot, das wird aufregend. Und vor allem gleich den Film gucken. Aber wir sind uns gleich, darfst du auf dem roten Teppich überhaupt filmen? Er nickt gerade. Ja. Also wir sind uns gleich auf dem roten Teppich. Na, aufgeregt? Oh Gott, ich will da nicht raus. Komm, wir fahren weiter, wir fahren zu Meckes. Warum sind da so viele Leute? Warum moderiert Steven Gätchen? Warum ist da ein roter Teppich? Ich gehöre da nicht hin. Ich gehöre nach Hause. Absolut.
Ich hoffe auch, dass es noch weitere Filme gibt, wo der Richter vielleicht eine Rolle spielt mit mehr Sätzen. Das ist meine Hoffnung. Ich versuche das gerade so ein bisschen vorzubereiten und auch bei den Leuten in den Kopf zu bringen. Ja. Also Dungeons & Dragons müsste alle reingehen, damit der zweite Teil kommt. Sehr, sehr lieb. Spielst du denn selber? Also ich spiele gerade mein erstes Penetrator mit der Horde, muss ich zugeben. Ja. Aber dann sind wir schon sehr viel am PC gespielt. Also gerade in den 90ern halt die alten Rollenspiele, wer es noch kennt, ich bin ja alt. Das waren so Pixel-Rollenspiele, die Games of Roller und sowas. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ja, ich kenne das auch noch. Wo ich gesagt habe. Ja, ich bin auch nicht. Ich bade einfach sehr viel in Elfenblut, aber wir sind gar nicht. Ja, aber anscheinend. Hä, das ist ja nice. Freust du dich? Oh, ist schön hier. Mich kennt keiner. Ich kann ja einfach rumstehen und warten. Das ist ganz gut. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Simon, wie funktioniert das? Also dann, so wie der Tote wiederbelebt wurde, können wir ihm 5 Fragen stellen, bevor er dann wieder tot ist und nie wiederbelebt werden kann. Wieso 5 Fragen? Keine Ahnung, so läuft das halt. Ganz schön willkürlich. Können wir jetzt bitte anfangen? Sicher, ja. Perlomon Tergatis. Vielleicht spreche ich es falsch aus. Ich hatte keine Angst, hab mich bloß erschreckt. Na dann los. Bist du in der Schlacht im Ewigen Moor getötet worden? Ja. Toll. Ich meine, nicht für dich. Herzliches Beileid. 4 Fragen noch, ja? Ja. Nein, 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 das war nicht für dich. Zählte das als Frage? Ja. Verdammt. Du antwortest nur, wenn du gefragt wirst. Alles klar? Ja. Warum fragst du denn, ob alles klar ist? Hab ich nicht. Fantastisch. Wo ist die Schaufel? Wir hatten nicht vor, das größte Übel zu entfesseln, das die Welt je gesehen hat. Wir brauchen ein Team. Und wie wollen wir das anstellen? Denken wir bei einem Drink drüber nach? Super Idee. Und weißt du, was hier von dem, was hier an der Stimmung ist, dass ich gar nicht wusste, was ich sagen wollte? Bring it up for Justice Bell! Bring it up! Oh, mach ihn hier weg zu wechseln! Thank you so much for coming out. We are extremely excited. We had a premiere in South by Southwest in Austin, which was a great crowd, but to be across the world and do it like we did it in the old days and take a film to all you all in this incredible crowd with that great energy you met us with outside is a real, real blessing. Vielen herzlichen Dank und Namen von Paramount Pictures Germany. And now have a wonderful evening!
absurd, oder? Alter, Andi, das ist so absurd alles. Wo bin ich denn hier? Ja. Lass wieder zu Hause führen, gucken. Ja. Mein Stunt-Double. Lass mal dazu hören. Schnucklig, klar, schnucklig ist das nicht geworden. Make-up. Rick. Ja, Rick, komm. Komm, wir gehen. Dungeons & Dragons. Du bist natürlich sowieso im Gaming-Bereich seit, ich hab's heute schon gesagt, quasi im zweiten Jahrzehnt, Rick, und du machst. Noch länger. 300 Jahre auf Entertainment. Und das ist eigentlich so schön, dass hier beide gerade zusammenkommen. Ihr habt beide Stimmen, die ihr in diesem Film sprecht und könnt hier ein bisschen was über eure Rollen erzählen. Ja. Du sprichst aber tatsächlich fünf Leichen. Fünf Leichen, ja. Zu mir hat es nicht gereicht, aber ich bin stolz, weil auf der Vita sieht es ziemlich gut aus. Ja, ein Wikipedia-Eintrag, einfach fünf Rollen. Ich meine, ganz ehrlich, das weiß doch in drei Wochen keiner mehr, ob das jetzt für... Es ist doch fantastisch. Es ist wirklich toll. Vor allen Dingen, manchmal wird man ja gefragt, das würdest du denn gerne mal synchronisieren? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, fünf Leichen synchronisieren zu können. Ich wüsste doch was. Human Centipede, alle Charaktere. Ja, meine Figur ist ja eher eine kleine Rolle. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt da... Ich weiß es immer noch nicht. Ach, Erik, jetzt mach dich nicht so klein. Nein, aber bei allem... Du machst das doch toll. Ich habe es heute auch zu Rick im Interview gesagt. Ich finde, was ganz wichtig ist und was immer sauer unterschätzt wird, ist Nebenrollen sind so das feine Gewürz in Filmen. Und wenn die nicht funktionieren, dann funktioniert der ganze Film nicht. Ist egal, wer wie stark... Wir tragen den Film wenn einfach. Die, wenn, die Leichen, das wenn der Kanzler nicht funktioniert... Ja, wenn der Kanzler nicht funktioniert oder so eine sehr lange, lustige Sequenz mit fünf Leichen, wenn du die Kacke sprichst, seid ihr alle eingepennt und geht nach Hause. Und das so ist wichtig, dass das nicht passiert. Bei mir wachen sogar die Leichen auf. Ja. Ihr selber, klar, du bist im Gaming-Bereich, Dungeons & Dragons ist natürlich dann für dich ja, auch immer ein Thema gewesen. Wie war es bei dir? Hattest du irgendetwas mit dieser Welt schon irgendwie eine Berührung? Zählt Sudoku auch? Ist Gaming! Das letzte, was ich aktiv am Computer gespielt habe, war auf einem Commodore 64 und hieß Summer Games. Summer Games! Das ja, muss man ganz fertig sagen. Ja! Das habe ich keine Ahnung. Wie ist das, wenn du weißt, du bist jetzt in diesem Franchise, was hoffentlich jetzt wird, dabei? Ich habe den Film als einziger noch nicht gesehen. Alle anderen, ich habe heute Gespräche geführt mit allen möglichen anderen Leuten, ne? Und auch mit anderen Schauspielern, Pipapo, die haben den alle schon gesehen und ich saß immer daneben so. Und alle haben den gesehen. Ich kann nichts dazu sagen. Da wurde ich im Interview gefragt, oh, wie fandst du den Film? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Trailer gesehen, da habe ich immer gesagt, so sieht ein bisschen aus wie ein Cinematic Universe. Ich hoffe, das wird eins. Aber weißt du was? Auch das ist natürlich jetzt die Kunst. Du hast ja, wir müssen es anders erzählen. Du möchtest den Film eben auch zuerst gemeinsam mit deiner Community. Das war der Grund. Oh. Ja. Inzwischen ist es 2.30 Uhr, wir sind gerade auf der Heimreise von Berlin nach Köln und irgendwo um nirgendwo, ich habe keine Ahnung. Alter, was für ein Tag. Letzte Nacht 2 Stunden geschlafen, ich bin ziemlich im Arsch gerade. Haben uns gerade noch irgendwie so einen speckigen Burger hier reingezogen, so einen richtig widerlichen. Und boah, aber was für ein Tag, heilige Scheiße, was für Eindrücke. Das war also mein erster roter Teppich in der Form, ich war zwar schon mal auf roten Teppichen, wo ich auch nicht hingehört habe, ne, aber in der Form mit selber fotografiert werden, so völlig absurd. Auch wenn ich nur Schlusslicht war, so ein kleines Teelicht da irgendwie unter den ganzen Stars und Pipapo. Aber es war trotzdem eine krasse Erfahrung. Und dass wir einen eigenen Kinosaal hatten und so, also vielen Dank nochmal an Paramount, die uns auch gefragt haben, ob wir Bock hätten, unsere eigenen Zuschauer vielleicht einzuladen mit einem eigenen Kinosaal. Das ist halt schon ziemlich krass. Aber jetzt bin ich erstmal froh, wenn wir dann um 5 Uhr ungefähr zu Hause aufschlagen. Und als nächstes schlage ich dann mit dem Gesicht einfach nur noch auf den Boden auf und dann, boah, dann werde ich so pennen. Boah, diese scheiß Baustelle im Hotel, ne? Boah. Ne, auf jeden Fall war sehr, sehr geil. Ich hoffe, ich weiß nicht genau, was für Aufnahmen hier im... Abend. Ich weiß nicht genau, was für Aufnahmen hier im Vlog sind. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts mitbekommen. Ich hoffe, da sind ein paar gute dabei. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe selber noch keinen Plan. Jetzt erstmal einen wunderschönen guten Morgen hier aus... polnische Grenze. Und sehen wir uns demnächst wieder mal in einem Video. Und ich gehe erst mal rein, weil ich bin immer noch ein bisschen am Schnuppeln. Und dann sehen wir uns zu Hause wieder. Ciao.